Nicht mit dem Nicht, so, du läufst drei die Kamera rein. Schnelle Herren und alle mit einer 28er Zeit, also ganz knapp. Ich habe gehört, es gab auch Stürze, die dann aber fairerweise nicht überholt wurden. Von daher auch ganz, ganz sportlichen Respekt. Und wir kommen zur Bronzemedaille von den mainfränkischen Werkstätten Würzburg. Stefan Weidner. Oh, 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 hier muss aber mehr Lautstärke von der Publikumseite kommen. Die Silbermedaille geht an Maximilian Lohse in 28, 26, 80. Und vom Inklusionsverein Chiemgau hat die Goldmedaille gewonnen Matthias Gasteiger. Herzlichen Glückwunsch! Zur Welle. Ich mache das Geräusch in die Hände oder wollt alleine? Ich fange mal mit an hier. Und Riesenapplaus auch für die. Werner Ostenrieder, gleich gefolgt von Matthias Hase aus Putbus. Matthias Hase darf gleich loslegen. Und langsam wieder rein in die Spur. Dritter Läufer in der Leistungsklasse M7. Ja, jawohl. Ja. 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 Und der Andreas Dollinger. Aus der Ringspur. Egal, du hast die Stelle. Das ist der Andreas, der gekommen ist. Er hat noch vor sich, aber er macht ganz toll. Von der Kinder- und Jugend- und Erwachsenenhilfe. Klaus Wendt mit. Lukas! Lukas! Schirm noch an! Fabian Harz. Ihr wartet. Er freut sich. Und jetzt darf er auf die Piste mit der Startnummer 393 aus Hofescher. Fabian Harz. Super, sagt er, er hat nur Luft auf den letzten Metern. Ein paar Athleten fehlen. Beide von der Katharina Meyer, ein super Rennen, die für sie ab 100 Meter Zeitwettbewerb. Sauber, sauber, einer als erstes Ziel.